Gott ist überall. Dies hier ist ein Stein. Er wird in einer bestimmten Zeit vielleicht Erde sein und wird aus Erde Pflanze werden oder ein Tier oder Mensch. Früher, am Anfang meines Weges, hätte ich gesagt, dieser Stein ist bloß ein Stein, er ist ohne jeden Wert. Heute aber denke ich, dieser Stein ist nicht nur ein Stein. Er ist auch Tier. Er ist auch Gott. Er ist auch Buddha. Und im Kreislauf der Verwandlungen kann er auch Mensch und Geist werden. Darum hat er Bedeutung, weil er schon längst und immer alles ist. Ich liebe den Stein, weil er mir jetzt und heute als Stein erscheint. Aber Govinda, lassen wir die Worte. Ich glaube nicht an Worte und Lehrer. Der Fluss, dieser Fluss ist der beste Lehrer. Erinnerst du dich an den Buddha? Ja, ich erinnere mich noch. Und an all diejenigen, die wir geliebt haben und die schon gestorben sind. Und ich habe eingesehen, dass wir vergessen müssen. Vergessen müssen zu suchen. Sag mir etwas, das mir helfen kann. Ich habe es schwer. Sag mir etwas, das ich verstehen kann. Hilf mir, Siddhartha. Hör auf zu suchen und dich zu sorgen und lerne, andere zu lieben. Bleib hier und arbeite mit mir am Fluss, Govinda. Komm zur Ruhe, Govinda. Komm zur Ruhe. শুধু তোমারে ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চলার শেষ ও নদীরে তোমার কোনো বাঁধন নাই তুমি ঘর ছাড়া কি তাই এই আছো ভাটায় আবার এই তো দেখি জোয়ারে বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চলার শেষ